Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück bei Omega Crafter zu unserer kleinen Testrunde. Ja, wir sind jetzt schon bei der dritten Aufnahmesession tatsächlich. Und das wird wahrscheinlich auch die letzte Aufnahmesession, weil ich dann danach, denke ich, das Projekt erstmal wieder... Warte mal ganz kurz, ich habe da so ein Haar auf. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade ins Mikro gepustet. Entschuldigung. Da war so eine riesen Fluse gerade auf meinem Mikrofon. Ich muss das sowieso mal entstauben. Ja, Leute, ich gebe zu, ich habe jetzt tatsächlich hier nur rumgestanden. Alter, guckt ihr das an, wie die arbeiten. Der Wahnsinn. Ja, Leute, ich habe tatsächlich ein bisschen hier rumgestanden und in der Zeit haben die Grammys ein bisschen gearbeitet und naja, wir haben 333 Rinden. okay. Und 197 Holz. Und ich würde jetzt gerne erstmal mit dem Holz ein bisschen was... Alter. mit dem Holz gerne erstmal ein bisschen was machen. Ich denke, wenn wir das Haus heute fertig machen, würde ich tatsächlich vor dem Boss sogar noch machen. Also den Boss werden wir heute machen und auf jeden Fall das hier noch. Weil ich halt einfach sehen will, was danach passiert. Ganz ehrlich, ich will das sehen. Alter, 322 Rinde, Alter, was hast du denn gesoffen, Alter? Holy shit, wie der arbeitet. Mega nice. Ja, der Koch kann leider hier nicht weitermachen, weil wir kein Fleisch mehr haben. Aber immerhin haben wir jetzt 18... Moment, warum nur 18? Ach so, weil wir einen dabei haben. Ja, weil wir 18 Essen haben. Wir haben 18 Fleisch inzwischen. So. So, zack. Ich würde sagen, dann machen wir nur die Hälfte. Warte mal. So, dann brauchen wir diesen Boden hier. Das wird ein richtig schniekes Haus, Leute. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das mit dem Hochbauen machen. So. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mit der Treppe nach oben machen möchte. Warte, warte mal. Warte. So, so, zack. Nein! Das klappt hier alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Oder wir machen es so. Warte mal, wir machen es so. Und dann... Momentchen mal. Dann machen wir es so. Alter, man hört die da draußen nur arbeiten. Nein, ich will das doch... Ah! Mann! Okay. Nice. Sehr schön, wir sind oben. Ja, ich glaube, wir machen nur die Hälfte. Dann machen wir noch so einen kleinen Raum. Oder? Voll nice. Auch voll schön. Jetzt bin ich am überlegen, wie wir das am besten machen. So, dann brauchen wir natürlich hier auch noch... Ich mach mal hier so ein Fenster rein. So, oder wir machen hier so einen Balkon rum.
Wobei, Balkon, weiß ich nicht, welchen Balkon haben? Hi, mein Kleiner. So. Entschuldigung. Da wird schon wieder zugebaut. Wollen wir den Balkon haben? Auf jeden Fall brauchen wir hier oben Geländer, aber das haben wir, glaube ich, gar nicht. Das gibt's hier nicht. Hier gibt's keine Geländer. Es gibt solche Holzzäune, die sind mir aber ein bisschen zu heavy für ein Haus. Tatsächlich. Naja, wobei im Balkon vielleicht in diese Richtung da. Also hier vielleicht nicht unbedingt hin. Lass mal da. Ja, dann lass das so machen. Wir haben ja eh noch keine Einrichtung für die, für dieses Haus. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Da machen wir an beiden Seiten so. So. Das soll sowieso so ein Schlafzimmer werden. So, hier kannst du dich dann. Hier kommt dann so ein Balkon hin, aber wir können da halt noch keinen Zaun machen. Vielleicht kommt das ja irgendwann in ein Spiel. Ich bereite nur schon mal vor. Was? Ach, das geht ja nicht. Ja, okay. Ja, wir machen das. Wir machen das später. So, wir brauchen hier noch eine Tür. Oh no! Oh no! Ein Grammy ist in deiner Stadt wurde ausgeschlagen. Okay, wir brauchen, glaube ich, irgendwie Schutz. Oh no! Oh nein! Okay, Okay, wir brauchen eine Mauer oder so. Ich hoffe, sowas schaltet man noch frei. Weißt du, ich stand die ganze Zeit hier rum, ne? Es ist nichts passiert. Es ist kein Wolf gekommen und hat die angegriffen. Und jetzt kommen die plötzlich. Unglaublich. Unglaublich. Die ganze Zeit ist nichts passiert, ne? Oh, meine armen Grammys. Mann. So. Oh, hier machen wir auch ein Fenster hin, ne? So. Jetzt ist die Frage, gehe ich bei allem nochmal einen höher und dann, das wäre sinnvoller, ne? Wird doch vielleicht hier nochmal einen weitergehen. Obwohl, das reicht eigentlich, oder? Nee, ich mach noch einen weiter hier. Wie gesagt, ich hätte halt gerne noch ein Geländer. So, dann machen wir hier noch.
Ach, schon wieder kein Holz mehr. Was? Habe ich jetzt wirklich 190 Holz? Aber irgendwie gefällt mir das hier mit den Ganzen noch nicht so wirklich. Okay, wir brauchen gleich die Schräge. 190 Holz einfach mal verbraten. Holy shit. Hä, wo ist denn das Holz, was hier drin war? Wo ist denn das Holz, was hier drin war? Ach, die sammeln gerade erst, ne? Und die bringen das halt in zwei Dingern. Ach, weil der das in die eine gebracht hat, ausgefallen ist. Na supi. Aber ich weiß immer noch nicht, ob die Bäume jetzt nach... Ja gut, da werden wir das Haus wahrscheinlich doch noch nicht beenden. Irgendwas gefällt mir hier auch noch nicht so ganz. Warte mal. Oh no. So. So, haben wir wenigstens schon mal ein Fenster mehr da oben. Und ob wir hier wirklich einen Balkon hin machen, aber hier brauchen wir auch noch mehr Fenster. Also wir brauchen generell mehr Fenster in dem Haus. Aber, sieht auch ziemlich kahl aus, muss ich leider mal so gestehen. Ist ein bisschen leer, würde ich sagen. Und wenn wir später ein Dach haben, wird das, glaube ich, auch noch ziemlich eng. Naja, wir werden sehen. Hui. So, was ich noch gerne machen würde, ist ein bisschen mehr Komfort für die Grammys. Auch mal die letzten Holzdinger hier. So. Wir können ja auch Verbesserungen. Ach, da brauchen wir Bretter. Oh Gott. Alter, wir brauchen drei Bretter. Drei Bretter für eine Bank. Okay, das müssen wir auch automatisieren. Ja, also das Spiel, das... Nee, ich glaube, ich viel Wert darauf, das zu automatisieren. Nun gut, ich wollte das Haus hier eigentlich heute fertig machen. Aber wahrscheinlich werden wir das doch nicht hinkriegen. Ich dachte so, oh je, ey, wir haben voll viel Holz. Und jetzt hatte das Spiel einfach mal so gesagt, ja, 190 Holz ist ja nicht viel. Für das Vorhaben, was wir da vorhaben, das, ja, gut. Irgendwie gefällt mir das Haus auch nicht so wirklich. Weiß nicht, ich habe mir da mehr erhofft. Dann machen wir auch erstmal den Boss. So, jetzt bauen wir erstmal die Bank. Weil die beschleunigt das Arbeiten. Aber warum kann ich die hier nicht hinbauen? Ach, die muss hier irgendwo neben, ne? Warte mal. In welchen Container denn? Was denn für ein Container? Was denn für ein Container? Hä? Ach, ich brauche 5. Ach, ich Idiot. Okay. Ich sollte vielleicht auch mal genau lesen, was ich wirklich brauche. Wir müssen gerade noch Essen fertig machen. Ich weiß nicht, wie schwer dieser Boss ist. Ich kenne den nicht. Deswegen mal sehen. Aber wir sind immer noch Level 8.
Reicht Level 8 für den Boss aus? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. So. Jetzt können wir aber. So. Stuhl zum Sitzen beschleunigt Grimmys Arbeit am am Verarbeitungstisch. Dann macht das hier wenig Sinn. Dann machen wir das hier hinten hin. So. Schön. Guck mal, wird doch richtig schön hier. Da können wir dann auch ein Dach drüber machen. Dann haben wir hier so eine kleine... Ich glaube, ich baue das Haus nochmal komplett um, wenn... Naja, wir machen erstmal den ersten Boss. So. Herstellung. Werkbank. Grundlagen. Schmiedewerkzeug zur Verstärkung der Ausrüstung. Oh. Momentchen mal. Wir haben zu wenig Bretter schon wieder. Weißt du was, mein Freund? Du machst mal Bretter hier. Du machst keine Holzpfeile mehr, du machst herstellen. Bretter. Behälter mit Holz. Hier ist Holz. Und hier sind Holzpfeile eigentlich drin, aber da kommen jetzt die Bretter rein. Und let's go! Endlich hat er mal was zu tun, der Gute. So, der arbeitet sich die Finger wund. Mach schneller. Wir brauchen die. Weil dann können wir unsere Rüstung noch ein bisschen verstärken. Na, ihr doofen Wölfe. Let's go. Wir haben schon wieder ein Level up, ne? Gehabt. Ich töte mal ein paar Wölfe und so. Ah, ich hole vielleicht noch ein bisschen Kalkstein, oder? Wofür brauchen wir Kalkstein? Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt so lange? Zwei Bretter haben wir schon, okay. Da hinten die Wölfe töten. Den Wolf. Den einen Wolf. Der mit dem Wolf tanzt. War das nicht mal irgendwie ein Film oder so? So ein uralt Film? Das ist, glaube ich, auch noch vor meiner Zeit. Ah, auf jeden Fall macht das Spiel wirklich Spaß. Ich finde dieses Automatisieren ganz interessant, weil das ist sowieso immer sowas, was ich gerne mache. In Spielen. So, let's go. Haben wir das auch. Arbeiten die eigentlich auch, wenn wir nicht in der Nähe vom Dorf sind? Das mit dem Haus, nee, das mit dem Haus gefällt mir nicht. Ich glaube, ich baue das Haus beim... Dann nochmal komplett um. Ich wollte eigentlich so ein zweistöckiges Haus machen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht nicht aus. Das ist mir einfach zu groß. Das ist irgendwie so sperrig und so, ich weiß nicht. Aber wer weiß, was nach dem ersten Boss überhaupt dazukommt. Wenn dann... Vielleicht lasse ich auch so. Mal sehen. Werdet ihr der dann tatsächlich irgendwann mal sehen? Ich habe ja gesagt, auch selbst nach dem Let's Test werde ich wahrscheinlich diese Welt hier privat weiterspielen, also diese Stadt hier.
Ogutown. Man kann ja auch noch mehrere Städte machen, ne? Das finde ich ja auch ganz cool. Dass man dann auch, ich kann jetzt in die Richtung gehen und dann nochmal eine neue City anfangen. Total cool. Macht wirklich sehr viel Spaß, das Spiel. Und ich bin gespannt, wohin das Spiel noch führt. Ob das wieder so ein Spiel wird, was eine Zeit lang ja programmiert wird und dann wieder ja links liegen gelassen wird oder entwickelt wird und dann wieder links liegen gelassen wird. Ich hoffe ja nicht. Gibt ja leider sehr, sehr viele Spiele, die super viel Potenzial hatten und dann leider sehr oft nicht mehr weiter ja entwickelt wurden. Man hat sich so ein bisschen auf die Lorbeeren ausgeruht und ja, finde ich mal sehr schade. Oh no, ich habe ihm einfach einen weggenommen. Warte mal. So. Wir brauchen die ja eh nicht. So, haben wir jetzt 10 Bretter hier? Mach mal schneller, yeah. Hurtig. Jung German. Avanti, avanti. So, dankeschön. 9 Bretter haben wir schon mal. Ach, jetzt zählt ihm das Holz. Ah, ihr müsst schneller arbeiten, Leute. Ah, Moment, warte mal. Verbesserung. Dank dieser Vogelscheuche werden deine Felder weniger oft zerstört. Okay. Und erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit für Felder in der Nähe. Oh. Nice. Ich hätte die etwas mittig hinstellen sollen, ne? Warte mal. So, und dann nehmen wir nämlich noch eine. Guck mal, die braucht sogar Steine. Und dann machen wir die hier hin. So. Dann haben alle Bäume was davon. Jawohl, ja. So, und wir können unsere Schmiede machen. Zumindest ein Amboss. So. Guck mal, dann können wir das Schwert. Ah, wir brauchen mehr Kalkstein, okay. Ach, verdammt, uns fehlen jetzt doch Knochen. Okay, wir müssen doch noch ein paar Tiere töten. Gut, das Schwert würde ich noch vielleicht verbessern. Also da brauchen wir mehr Kalkstein. Dann let's go. Dann gehen wir mal los, oder? Können wir mehr Ausdauer kriegen? Dauersprinter? Ich hätte gerne mehr Angriff oder so. Es ist sehr un... Warte mal, Fähigkeitspunkte ohne... Okay. So, wo war das nochmal? Da hinten hatten wir diese Leute. Holy shit. Also ich weiß nicht, wie stark der Boss sein wird, aber ich will das Schwert wenigstens noch etwas verbessern. Weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Wumms hinter. Wow, wow, wow. So.
glaube, wir sind schon gut gerüstet. Ich glaube, das wird gut. Wir gehen nochmal in den einen Turm. Ich meine, da wäre nämlich noch Kalkstein gewesen. Ansonsten habe ich auch noch 19 Pfeile. Weiß halt noch nicht, ob ich so auf Nahkampf oder Fernkampf gehen soll. Let's go. Dankeschön. So ein der hat auch ein Schwert in der Hand. Ich dachte gerade, der hätte so einen kleinen Säbel oder so in der Hand. Das wäre lustig gewesen. Ach, guck mal, die Tour haben wir noch nicht geöffnet. Dann nehme ich die doch schon mal mit hier. So, was haben wir denn hier? Okay, Stein. Pilze. So, da hinten. Stein und Pilze. Haha, Steinpilze. Okay, so, wo waren denn diese Türme nochmal? Also, ich finde ja schon interessant, dann wird wahrscheinlich irgendwann werden dann... Oh. Ah! Ich wollte in den Nahkampf wechseln und irgendwie habe ich das voll verbaselt. Aber waren hier nicht auch zwei Türme? Ah, siehst du, das Schwert macht halt irgendwie immer noch nicht so wirklich viel Damage. Der Damar schießt nicht ausreichend. So, da vorne ist auch noch so ein Turm. Und da sind auch noch mal so Pilze. Moment. Kann man hier nicht irgendwas abbauen? Moment. Vielleicht kann man hier ja irgendwas abbauen. Leider nicht. Okay, dann nehmen wir noch den anderen Turm auseinander. Holy shit, jetzt wird's gut. Das wird ein Hit oder so. Dankeschön. Wir haben den Baum getroffen. Kalkstein und Level 9. Was ist das denn da hinten? Kann man die auch irgendwie zähmen? Ja, ich wollte gerade einen Goblin. Hehe. Was hat der denn dabei? Eine Banane. Ein Goblin mit einer Banane? Okay. Weird, aber geil. Aber wir haben nur noch 9 Pfeile. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wow. Ah! Nein! Oh. Oh Gott. Schnell hoch. Okay, Bugfragmente. Scheiße, wir haben nur... Oh, okay, wir haben doch genug. Oh, wir haben Federn... Eine Feder haben wir bekommen. Cool. Sporen. Was macht man eigentlich mit den Sporen? Von Pilzen gewonnen. Und Siegel des Grünlands. Siegel des Grünlands. Ein zweites erhalten. Weiß ja nicht, wie viele man braucht. Aber wir haben 2 Siegel des Grünlands. Und ordentlich, warte mal, wieder Schwert ausrüsten. Und ordentlich Kalkstein, womit wir unser Schwert verbessern können. Ich gehe mal hier rüber.
Das sieht interessant aus. Das ist nicht mehr das Grünland, oder? Das ist ein neues Gebiet. Hey, das ist doch ein Pokémon. Eine Königskobra. Ogu, mach was. Wow. Ich glaube, die ist härter. Ogu, los. Lass Ogo in Ruhe, du! Alter, was? Ausdauerfleisch und Zahn. Nice.